Hallo Leute und herzlich willkommen zum Update-Video Nummer 51. Das sollte aber auch schon, wie immer, hier unten eingeblendet gewesen sein. Heute einmal so ein kleines Status-Update. Ich zeige euch gleich nochmal die Bestellung hier von Bricklink. Bis jetzt habe ich 3 von 4 bekommen. Aber erstmal kurz eine wichtige Meldung. Ich fahre jetzt erstmal für eine Woche in Urlaub. Ich weiß nicht, wann ihr das sehen werdet. Wahrscheinlich kommt es bei euch am Freitag. Das heißt, dann bin ich schon weg. Das heißt, in der Zeit kann ich keine Kommentare beantworten und nichts bauen. Ich werde es aber versuchen, sobald wie möglich ich dann wieder zurück bin nach einer Woche, ist ja zum Glück nicht so lange, dass ich dann direkt wieder ein Update-Video mache oder je nach dem Baufortschritt. Dann kommen wir auch gleich schon zur Basis, wie ich gerade gesagt habe. Ich bin relativ weit mittlerweile, Grundmauern von der Basis habe ich auch schon angefangen. Also Begrünung ist mittlerweile fast fertig. Ich habe leider, musste auch leider jetzt noch ein paar Tage auf ein paar Bestellungen warten. Bis dahin habe ich halt, dabei habe ich schon mal die Basis angefangen. Das heißt, Großteil der Grundmauern stehen. Ich habe auch schon so ein paar Konzepte gebaut, das heißt so kleine Sachen, das mache ich meistens, dass ich halt, bevor ich etwas komplett baue, dass ich dann zum Beispiel schon mal Teile der Mauer, so wie sie aussehen soll, habe ich jetzt schon mal gebaut, das heißt ich muss es dann nur noch mal vervielfältigen also ich musste zum Beispiel auch diese Teile hier warten, das sind solche normalen Grün, das hat mir leider gefehlt, damit habe ich ja den oberen Boden zugebaut, sage ich mal. Und halt auch noch ein paar Baumteile auch noch, das hat mir gefehlt. Jetzt habe ich mittlerweile, glaube ich, 8 Bäume von, ich habe es erstmal so gemacht, dass ich jetzt an der Küste, das heißt an der Küste der Basis, überall außenrum, habe ich jetzt erstmal die Bäume gebaut und dann im Inneren werde ich dann auch noch kommen, weil ich muss ja gucken, wie ich das mache damit der Basis, weil ich wollte diesmal wirklich zuerst mal die Vegetation etwas bauen und muss ja noch gucken. Also ich denke, mir fehlen jetzt an der Küste noch 1, 2 Bäume und dann kommen in der Mitte vielleicht noch 2 Bäume, das heißt, mir fehlen jetzt etwa noch 4 oder 3 Bäume. Da sollten die Steine auch reichen. Ich habe dazu jetzt nochmal ganz verschiedene Farben. Ich habe einmal Dark Green benutzt, dann nochmal Green, das heißt das normale Grün, das ist etwas dunkler. Das habe ich hier in Form von diesem kleinen da, das ist dieses Grün. Dann nochmal Hellgrün und dann nochmal Rot. Da war gerade ein... Rot in Form von diesen hier. Also dunkelgrün, grün, hellgrün und rot überwiegend. Olivgrün habe ich nur für Teile des Bodens benutzt. Das war Tannengrün. Olivgrün habe ich leider ja nicht überhaupt nicht nirgendwo bekommen. Habe ich ja schon in der letzten Update-Video angesprochen. Also so viel zum Baufortschritt. Also die erste Insel ist wie gesagt von Grundbauern ähnlichem, wie ich ja schon letzte Woche gesagt habe. Oder vor ein paar Tagen war das erst fertig. Jetzt fehlt mir halt nur noch diese Detail der Begrünung, das heißt zwei, ich habe auch schon mittlerweile Sümpfe gebaut, mir fehlt jetzt halt wirklich nur noch so minimal, also ich habe heute noch einen Baum angefangen, ich fahre wie gesagt schon morgen weg, also am Freitag, oder ihr seht es wahrscheinlich erst am Freitag, das heißt heute, deswegen wie gesagt, habe ich heute nicht mehr so viel geschafft, musste ein bisschen was vorbereiten und sowas packen und ähnliches, aber ja, wie gesagt, also relativ weit bin ich jetzt gekommen mittlerweile, also ich fange jetzt so bald wie möglich mit der Basis an, mir fehlen halt noch ein paar Steine dafür, die ich auch schon bestellt habe, aber sonst seht ihr ja auch noch, was ich zur Sicherheit noch bestellt habe, das sind alles auch Bergteile, dann nochmal solche Teile auch für den Berg oder für Berge, also halt für die nächste Insel, die ich auch geplant habe, ich muss wirklich sagen, ich gucke erst nochmal, weil ich baue jetzt erstmal wirklich die erste Insel fertig, inklusive Basis. Und dann sehe ich weiter mit den Steinen, weil zurzeit sieht es so aus, ja, theoretisch möglich, ich muss halt gucken, wie es zeitlich noch passt. Aber ich will es mir in den Ferien fertig kriegen, ich denke mal schon. Das heißt, ihr könnt eigentlich mit einer zweiten Insel rechnen und mit einer dritten. Das heißt, die wird auch nicht so groß. Ich muss gucken, wie ich es dann mit der Brücke mache. Aber auf jeden Fall, eigentlich bin ich mir sicher, dass eine zweite Insel kommt. In den nächsten Update-Videos werde ich wahrscheinlich noch nicht davon erzählen, weil ich einfach damit noch nicht angefangen habe. Das würde ich auf den letzten Zeitpunkt schieben. Das heißt, ich mache es eben wirklich dann am Ende, weil sonst ist es wirklich zu groß auch dafür. Ich kann auch nicht an so einem großen Bauwerk, ist ja mir auch das Problem. Da habe ich wieder wenig Platz, um an der Basis weiterzubauen. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Deswegen mache ich das wirklich erst, wenn die erste Insel komplett fertig ist. Das heißt, wenn ich dort die Vegetation fertig habe, die Bäume und die Basis. Ich habe jetzt wirklich mich die letzten Tage auf die Basis konzentriert. Das heißt wirklich, ein wichtiger Teil der Grundmauern steht auf jeden Fall schon mit Details und ähnlichem. Jetzt fehlt halt nur noch so der andere Teil und auch noch Innenraum und sowas, da muss ich auch noch relativ viel planen, weil das wird relativ kompliziert, aber ein wichtiger Teil ist schon geschafft, sagen wir mal so, ich habe auch schon einige Ideen für andere Wände der Basis und ähnlichem und habe auch schon einen Teil gebaut und
Also, wie gesagt, ein wichtiger Teil ist schon geschafft. Daran habe ich jetzt die letzten Tage viel gearbeitet. Zwar ist auch wirklich schon ziemlich groß mittlerweile, auch die Basis. Und ja, dann zeige ich euch noch kurz die Teile hier. Wie gesagt, in den nächsten Tagen werde ich keine Kommentare beantworten können. Aber ich versuche es dann, vielleicht kriege ich auch irgendwo im Internet, wo ich bin, aber es geht, glaube ich, nicht. Trotzdem, das sind auch nochmal Teile, die habe ich noch nicht benutzt. Und dann auch nochmal hier. Also ich habe ordentlich Bergteile, wie ihr seht, für die nächste Insel. Ich habe ja schon letztes Mal angedeutet, wie groß die werden wird. Das heißt, vielleicht von hier bis hier, so etwa. Ja, also nicht so riesig. Soll ja auch nur so eine Art Felsvorsprung sein oder eine Art, also jetzt wirklich nur so ein kleinerer Teil, der halt auch zur ersten Insel gehört, sozusagen. Meistens gibt es ja auch immer so, eine Insel besteht aus vielen Teilen, die dann oft auch von Menschenhand verbunden werden oder aufgeschüttet oder ähnlichem. Also wie gesagt, so in der Art wird das dann werden. Ich bedanke mich erstmal schon mal fürs Zuschauen. Heute wurde es nicht so lang wie letztes Mal. Ist vielleicht auch ganz gut für euch. Ich meine, es ist auch langweilig, mir dann so lange zuzuschauen. Oder ich hoffe es nicht, aber ich denke schon. Und ja, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, Anregungen, Kommentare, ähnliche, was ihr noch habt, in die Kommentare, falls ihr sowas noch wisst, falls ihr noch wirklich eine Last-Minute-Idee habt oder sowas für die Basis, gerne die Kommentare und auch Anregungen für Bau von irgendwelchen Sachen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann halt beim nächsten Update, wenn ich dann wieder aus den Ferien, sage ich mal, raus bin. Und ja, tschüss und bis zum nächsten Mal. Danke.